In diesem kleinen Erklärvideo möchte ich dir zeigen, wie du ein Labbook erstellen kannst. Ein Labbook ist ein Faltbuch oder ein Aufklappbuch. Es ist so etwas Ähnliches wie ein Lernplakat, bei dem man aber die einzelnen Unterthemen in kleinen, beweglichen Elementen versteckt und es so für den Leser oder den Betrachter interessanter ist. Um selbst ein Labbook zu gestalten, brauchst du ein Stück Tonkarton, das ruhig etwas größer sein darf, zum Beispiel DIN A3 oder noch ein bisschen größer, oder zum Beispiel einen Pappschnellhefter oder etwas anderes, was sich gut aufklappen lässt. Hier siehst du ein Labbook, das jemand zum Fach Religion erstellt hat, und du siehst, man kann es aufklappen. Und innen drin verstecken sich dann verschiedene Elemente mit einzelnen Unterthemen, zum Beispiel eine Tasche, in die man Gebete stecken kann, ein kleines Buch, das man aufklappen kann. Dann gibt es noch solche Klappenelemente, die man hoch und runter klappen kann. Dann ein kleines Faltblatt, was man aus so einer Tasche rausholen kann. Noch ein kleines Faltbuch. Dann gibt es so ein Ziehharmonika-Buch an einer Stelle, ein Liporello. Und weiter unten haben wir dann noch so etwas Ähnliches wie einen kleinen Schrank oder eine Tür, die man aufklappen kann und wo man auch Informationen noch dahinter schreiben kann. Es ist also so ähnlich wie ein Lernplakat. Also zu einem bestimmten Thema gestaltet mit verschiedenen Unterthemen, aber durch die verschiedenen Elemente, die man auf und zu klappen und bewegen kann, ist es ein bisschen interessanter gestaltet. Jetzt fragst du dich bestimmt, wie du so etwas selbst machen kannst. Mit diesen Arbeitsschritten kannst du dein Labbook gut gestalten. Als erstes solltest du dich natürlich für ein Thema entscheiden. Und danach überlegst du, welche verschiedenen Unterthemen es zu deinem Hauptthema gibt. Wenn du also ein Labbook zum Thema Katzen gestaltest, dann könnten Unterthemen zum Beispiel Katzenrassen sein, Katzenfutter, Zubehör, das man benötigt, wenn man eine Katze hält und so weiter und so fort. Danach sammelst du zu all diesen Themen Informationen. Die Informationen kannst du aus Büchern bekommen, aus dem Internet oder indem du Experten befragst. Danach überlegst du, mit welchen Labbook-Vorlagen du die Themen gut darstellen kannst. Dann gestaltest du die einzelnen Labbook-Elemente, meist also Bilder, klebst Bilder auf, schreibst Informationen auf und die fertigen Elemente klebst du dann in deinem Labbook an eine passende Stelle auf. Und wie wird dein Labbook ein gutes Labbook? Hierauf solltest du achten, wenn du ein Labbook gestaltest. Du schreibst immer sauber und gut lesbar. Du arbeitest sorgfältig und sauber. Das beginnt beim Ausschneiden der Labbook-Elemente, geht über das Malen und über das Ausmalen weiter und endet beim sauberen Aufkleben der einzelnen Elemente. Du gestaltest das Labbook am besten immer ansprechend, also so, dass die Leserin oder der Leser es gerne in die Hand nimmt und auch dazu angeregt wird, die einzelnen Klappen und Faltbüchlein zu öffnen und dort nachzulesen. Du solltest die Informationen immer sorgsam zusammentragen, das heißt, du schreibst nur diese Informationen auf, bei denen du dir ganz sicher bist, dass sie richtig sind und dass sie für den Leser oder für die Leserin interessant sind. Du wählst passende Labbook-Elemente aus. Nicht alle Elemente bieten sich für alle Themen aus. Du musst also immer gut entscheiden, wie du, mit welchem Element du die einzelnen Informationen gut darstellen kannst. Und du arbeitest immer gründlich und nimmst dir so viel Zeit, wie du brauchst. Wenn du all dies beachtest, wirst du mit Sicherheit ein schönes Labbook gestalten. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.